Begrüße Sie zu einem Auftanker der evangelischen Emmauskirchengemeinde. Guten Morgen. Es ist Samstagmorgen, ich habe meine Tageszeitung durchgesehen und bin natürlich auch auf die Seite mit den Todesanzeigen gestoßen. Ich sehe sie an, natürlich nach Namen, die mir bekannt vorkommen, nach Trauernden, die ich begleiten werde, weil ich die Beerdigung halte, nach Menschen, die ich auch so gekannt habe, und natürlich sehe ich auf die Geburtsjahrgänge der Verstorbenen. Und wie sagt man so schön, die Einschläge kommen näher. Da sind eben nicht nur Menschen, die 90 Jahre, 80 Jahre, da sind Menschen, die 60 Jahre alt geworden sind oder noch viel jünger gehen. Und wenn da ein Geburtsjahrgang auftaucht, wie der meine, das Jahr 1956, dann werde ich durch diese Anzeigen daran erinnert, dass auch mein Leben eine Grenze, ein Ende hat. Natürlich frage ich wie jeder, wie wird das sein, was wird dann sein und was erwartet mich? Antwort auf die Frage, was erwartet mich, finde ich in einem wunderbaren Gedicht von Marie-Louise Kaschnitz. Glauben Sie, fragte man mich, an ein Leben nach dem Tod, und ich antwortete ja. Aber dann wusste ich nicht, Auskunft zu geben, wie das aussehen sollte, wie ich selber aussehen sollte dort. Ich wusste nur eins, keine Hierarchie von Heiligen auf goldenen Stühlen sitzend, kein Niedersturz verdammter Seelen, nur Liebe, frei gewordene Liebe, nichts Aufzehrende, mich überflutend, kein Schutzmantel starr aus Gold mit Edelsteinen besetzt, ein Spinnweben leichtes Gewand, ein Hauch mir um die Schultern. Liebkosung, schöne Bewegung, wie einst von tyrrhenischen Wellen, wie von Worten, die hin und her, Wortfetzen, komm, du, komm. Schmerzweb mit Tränen besetzt, Berg- und Talfahrt und deine Hand wieder in meiner. So lagen wir, lasest du vor, schlief ich ein, wachte auf, schlief ein, wachte auf. Deine Stimme empfängt mich, entlässt mich wieder sofort. Mehr also fragten die Frager, erwarten sie nicht nach dem Tod? Und ich antwortete, weniger nicht. Keiner von uns kann beschreiben, wie das sein wird. Wir können nur in Bildern Ausdruck geben von der Hoffnung, dass dann, wenn unser Leben an sein Ende kommt, Gott auf uns wartet, mit einer Wirklichkeit, die all unsere Vorstellungen bei weitem übertrifft. Das ist christlicher Glaube, christliche Hoffnung, die uns durchs Leben trägt und die uns hilft, Trauernde, Abschiednehmende, Sterbende zu begleiten. Ich wünsche Ihnen ruhige, besinnliche Feiertage in den stillen Wochen des Novembers.